Ihr wollt Serien gucken und das nicht allein? Schaltet doch jetzt bei der Couch Crew ein. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Couch Crew. Ich bin der Corpus Brain oder einfach nur Yannick, aber bei diesem Podcast ist es natürlich nicht so wie bei meinen ganzen anderen Let's Play Projekten, dass ich diese wundervolle Coincidence habe, dass der schöne Tobias auch bei diesem Podcast die ganze Zeit mit mir dabei ist. Hallo Tobias, schön, dass du hier bist. Hallo Yannick, schön hier sein zu dürfen. Es freut mich natürlich wie immer gemeinsam mit dir auf dieser imaginären, ich meine natürlich komplett existierenden Couch zu sitzen. Kannst du mir mal bitte das Popcorn rüberreichen? Natürlich, kein Problem. Vielen Dank. Und drück mal ein Stück. Wisst ihr, warum das gerade witzig ist? Wir haben vor circa 3 Minuten genau das gleiche aufgenommen und ihr wisst gar nichts davon. Hätte ich jetzt nicht etwas dazu gesagt. Freunde, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie eine Reihe betrübter Ereignisse weitergeht. Wir sind jetzt bei Folge 7, das ist schon die vorletzte, und sind in der unheimlichen Mühle. Das ist ja die Lucky Smells Sägemühle, wo alles ein Ende finden soll, wo die Eltern gelandet sind von Klaus und Violet. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Zusammentreffen sein wird, wie Graf Olaf heute verkleidet sein wird. Viele Geheimnisse erwarten uns noch. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das ein bisschen unfair, wie du implizierst, dass wir die Folge hätten neu starten. Also natürlich kriegen die Zuschauer davon nichts mit, weil das sagt denen ja keiner. Aber dass wir die Aufnahme neu starten mussten, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hätte. Das habe ich ja nicht gesagt. Nee, das hast du aber auch nicht gemeint. Nee. Du musst mir jetzt hier nichts in mein Nähkästchen legen. Nee. Aber ich habe mir deine Nadel geliehen. Dann leg die bitte zurück. Okay. Die brauche ich. Freunde, bei der Couch Crew ist es natürlich jetzt auch in der 7. Folge immer noch so, wie bei der 1. Folge. Ihr geht auf Netflix, tippt eine Reihe betrüblicher Ereignisse ein oder klickt das Bildchen an, wenn es bei euch in den Serien sein sollte. Geht auf die 7. Folge, drückt Pause, zieht es auf die 0 und wartet, bis meine liebliche, gottgleiche Stimme einen Countdown herunterzählt von 3, 2, 1, los, wo ihr bei los auf den Play-Button drückt. Tobias, bist du denn bereit? Ich wurde bereit geboren und ich freue mich natürlich auch auf Folge 7, die unheimliche Mühle, Teil 1. Vorletzte Folge mittlerweile schon. Wir nähern uns einem sicherlich tollen Ende. Hast du schon irgendwelche Vorahnungen? Ich möchte jetzt gerne anfangen. Freunde, macht euch bereit. Achtung, hier kommt der Countdown. 3, 2, 1, los. Und uns erwartet wahrscheinlich auch ein neues Intro. Deswegen seht genau hin, ganz egal, was Graf Olaf jetzt gleich zu euch sagen wird. Seht also doch hin. Tut es. Seht nicht hin. Sehr schön. Also, Kinderarbeit und Hypnose. Das wird schön. Nichts als Qual und Elend. Willkommen bei der Couch Crew. Könnte unsere Catchphrase werden. Auch die Beatrice wieder. Wie poetisch. Ja.
Fischsuppe. Löst jedes Problem. Immer. Löst auch jede Verstopfung. Ich liebe es, Leuten beim Essen zuzuhören. Das wird uns übrigens unser nächster Podcast, die Knabber-Crew. Die Knabber-Kumpan. Das Bild sieht immer noch gefotoshoppt aus. Bis zum Spin-off das Teetrinker-Team. Das bin ich immer zu Diana. Laufen? Ich trag dich. Das ist lustig, weil ich mir das bei dir echt vorstellen kann. Ich bin bestimmt nicht faul. Wer kennt's nicht? Sieht aus wie auf dem Foto. Wenn nicht sogar besser. So sind Wohnungsbesichtigungen. Sieht genauso aus wie auf dem Exposé. Siehst du da nicht hin? Ja, genau. Da, wo die gerade vorbeilaufen, da gehe ich rein. Das fällt dir in Folge 7 auf, von 8. Och bitte, wer braucht denn einen Zopf, nur um an einen Katapult zu denken? Oder wir machen sie einfach auf. Geht auch. Das hat die ach so clevere nicht mitbekommen, hä? Eindringliche müssen arbeiten, das ist aber auch geil. Hot Yoga. Klingt wie eine Pornhub-Kategorie.
Du und Diana, ihr seid doch Partner, oder? Diana wäscht, ja. Aber schön, dass Colonel Sanders jetzt eine Nebenberufung gefunden hat. Ich kann mit den Zigarren nicht aufhören. Ich bin der Boss. Das ist doch Olaf, oder? Der Rechte, ne? Ja. Mann, ich wollte den Witz machen. Voll nett. Sehr gebührend Musik. Ach, das soll das Baby sein. Oh Gott. Ich bin Phil.
Ah, mein Arm. In einem Stripclub. Auf jeden Fall nicht als Friseur. Ist das eine Anspielung? Nein. Ah. Ah, sie ist professionelle Dartspielerin. Die Betonung liegt auf alt. $2,50. Nicht um dein Vermögen. Ach so, verdammt. Welche Eltern wollen denn nicht, dass ihre Kinder in einer Sägemühle arbeiten?
Angemalt. Ach nein, wie schön. Wer hätte den dramatischen Cut vorhergesehen? Ich auch. Ich mag die Fichtentage viel lieber. Ist Graf Olaf nicht sogar eine Unterklasse davon? Gehört er nicht zu den Bösefichten? Schutzbrille Schutzbrillen sind unnötig. unnötig. Also eine von den dreien hat ihre Berufung gefunden. Ja. Ach so. Das ist mein Motto. Warum eigentlich Lucky Smells? Was kann glücklich riechen? Oder schmecken? Oder why? Rinden.
Schöne Nachsicht. Okay. Klappt auch gut. Der sieht auch gar nicht aus wie der Hakenmann. Die Sache hat doch einen Haken. Mann. Vielleicht finde ich auch ein paar Antworten. War beim Zahnarzt? Kann das alles bestätigen. Oh. Okay. Bin mir nicht sicher, ob der nötig war. Die haben sich super verkauft.
Oh. Bestimmt nicht in allen Büchern. Nee. Ich meine, man könnte sich ja einfach fünf mitnehmen und versuchen, damit zu dekodieren. Oder man findet das Richtige, natürlich. Wollte er ihn gerade. Okay. Okay. Er würde das nicht wollen. Verständlich, bei dem Schnäuzer. Der kribbelt so schön. In meine Bauchnabel. Traurig. Stimmt. Das mache ich immer.
Eine Schönheit. Mutter? Das habe ich immer auf Windows gespielt. Spider-Solitär. Das war meine Kindheit. Ich wette, bei dem Solitär laufen auch Spinnen drüber. Ist aber schön gezeichnet. Woher wusste er, welche kleine Schwester gemeint ist? Ach, da soll jetzt die Schwester rein, oder was? Wie immer. Och Mensch, der Mann im Hintergrund macht einen Eier-Pfannkuchen. Das Einzige, was dazwischen steht, ist, dass diese Folge nur noch 7 Minuten hat und 2 Minuten davon die Credits sind. Das steht dazwischen. Naja, die müssen halt noch fahren. Das war ja einfach.
Was eine hässliche Tür. Wollen Sie jetzt wirklich die Folge an dieser sehr feinen Flügeltür enden lassen? Sind immer noch ein paar Minuten, oder? 3 Minuten. Also, die könnten jetzt auch eine ganze Weile davor stehen. Er ist abgeschlossen. Jetzt ist eine andere Tür. Oh Gott! Oh, macht mich das Ohne Witz, glücklich! Alter. Oh Mann! Oh, den kann man auch so schön in das Licht führen. Das ist einfach richtig. Das ist schön. Ah, oh, der Po. Sehr netter Kerl. Aber was für ein Hurensohn-Twist einfach. Ja. Nun gut, nun Boah. gut. Die vorletzte Folge war es also von einer Reihe betrüblicher Ereignisse. Und ich bin ehrlich gesagt sehr verwirrt noch wegen des Endes dieser Folge bezüglich, dass die Eltern in irgendein reichen Haus zu den Eltern, zu den Kindern zurückkamen und hinter der gelben Tür oder vor der gelben Tür dann plötzlich Graf Olaf war mit dieser komischen Ollen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das auf jeden Fall jetzt in der nächsten Folge, in der achten und damit finalen Folge dieser Staffel oder dieser Serie, man weiß es ja nicht, auflösen werden. Nur zur kleinen Info, die kommt auf jeden Fall am Freitag. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit am Start. Bin sehr gespannt. Wie fandest du die Folge? Ich fand die Folge
Erstens natürlich wie immer sehr gut. Großartige Charaktere wie Phil. Eigentlich hauptsächlich Phil. Phil war super. Der Plot wurde halt weitergeführt. Den Twist, den fand ich sehr unvorhersehbar. Der war sehr clever und gut. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das die einzigen zwei Orte in der ganzen fucking Welt sind, die sich diese hässliche Tür zugelegt haben. Aber ist in Ordnung. So sehr es mich eigentlich innerlich anpisst, dieser Twist, finde ich ihn doch in einem gewissen Maße auch brillant. Aber ich denke mal, die restlichen Rätsel, die sich jetzt einem noch stellen, werden vermutlich in Folge 8, die unheimliche Mühle, Teil 2, im Grande Finale, im großen Finale, im Grand de Finale, im Grand Final. Möchtest du was anfügen? Nein. Geklärt. Ja. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Freitag. Das war ein sehr unauffälliger Hinweis darauf, dass die Leute am Freitag gucken sollen. Ja, das hatte ich ja eben schon genannt. Richtig. Hast ich warte jetzt darauf, dass du langsam den Abschluss machst. Weil ich gebe dir immer die Überleitung dazu. Hast du denn noch irgendetwas Mach zu dieser hinne. Folge? Ich fand es mal wieder sehr angenehm. Ich hoffe, du auch, Yannick. Ja. Das freut mich. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören und macht's euch bequem. Tüdelü mit Ü.